presst schon. Pressen! Sie haben einen Jungen. Oh. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Gerade habe ich noch das Video gemacht zum Revoluzzer 3.5 im Unboxing. Klingelt es an der Tür und steht direkt vor meiner Nase. 3 Talaria Triple X. Wo wir gerade noch den Prototyp testen durften, können wir jetzt endlich mal die Serienmaschine auspacken und reingucken. Was kann das Teil und was ist im Lieferumfang vor allem enthalten? Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr am liebsten zu Hause geblieben wärt? Oh Mann ey, das ist schon wie bei der Talaria Sting, ja, wo wirklich alles nur noch Einzelteile sind und du echt alles ranklamüsern musst. Geladen wird hier mit 12 Ampere. Wow, 12 Ampere, das ist fett. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Rechts-Links-Gewinde, Links-Rechts-Gewinde und ich wundere mich, warum ich mir gleich das Gewinde zeigen. Da war ja jemand besonders schlau. Jo, die Triple X steht. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde für den Aufbau gebraucht. Ich bin jetzt noch nicht mit Newtonmeter und dergleichen rangegangen, aber erstmal rudimentär steht die Maschine. Das ist erstmal das Wichtigste. Man kriegt es irgendwo alleine hin, wenn man das passende Hilfsmaterial zur Hand hat. Kein Problem. Die Triple X soll sich ja dadurch auszeichnen, dass man die Hinterradschwinge nach unten klappen kann, um dann wiederum irgendwie den Akku zu entnehmen. Oh, was für ein Aufwand! Und jetzt, warte, pressen! Du musst richtig... Ihr wollt es wissen, ich will es wissen und deswegen probieren wir jetzt mal aus, die Hinterradschwinge runterzuklappen, um irgendwie an den Akku zu kommen. Kannst du mal das Hinterrad kurz entlasten, also sprich kurz anheben. Jetzt ziehe ich hier mal den Bolzen raus, weil das Ganze ist ja auf Spannung. Das würde jetzt schon mal funktionieren. Also ich versuche jetzt mal... Ah, Tatsache, guck mal hier. Hier unten sind noch 2 Schnellspanner. Sekunde mal. Ah. Es ist jetzt nichts kaputt gegangen. Nein, es ist nichts kaputt gegangen. Oh, wer hat sich das denn ausgedacht? Jetzt kannst du hier die Klappe aufmachen. Meine Hilfe dabei. Ich krieg's nie. Okay, das sind mal locker 40 Kilo, die ich jetzt hier hochriefe. Scheiße, reicht nicht. Okay, komm. Ich komm jetzt. Ey, Mann, das ist ja wie eine Geburt. Pressen, pressen. Du musst richtig pressen. Jetzt, warte, warte, warte. Nicht so toll, Mensch. Du machst doch irgendwas kaputt noch. Die Achse muss nach unten. Oder ist der hier irgendwo auf Anschlag? Wegen dem... Ah, ah, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Oh, Sie haben einen Jungen. Oh, oh mein Gott, wir haben's geschafft. Oh mein Gott. Es sind doch tatsächlich 60 Volt auf 38,4 Amperestunden. Oh, den nehme ich heute Abend mit ins Bett. Und wie kriegen wir den jetzt wieder rein? Oh, warte, davon müssen wir ein Thumbnail machen. Warte, stopp, 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 stopp. So war das nicht gemeint, Mann. Ja, ich krieg schon. Oh, krass. Wow, Wahnsinn. Ich würde es wahrscheinlich so machen. So. Ey, was für ein Aufwand. Ohne Quatsch. Also wir gucken uns nochmal ganz kurz die wichtigsten Eckdaten gerade an. Und dann verlinke ich euch vor allem auch das Video zu unserer Prototyp-Probefahrt von der Talaria Triple X. Und da steht sie jetzt, die Serienversion von der Talaria Triple X. Also ich muss sagen, schick, schick, schick. Ich sehe allerdings auch kaum einen Unterschied zu den Prototypen, den wir fahren durften. Aber es war mal sehr interessant, jetzt quasi diesen Akku rauszuholen, knapp 40 Amperestunden. Es ist nur sehr umständlich und du brauchst mindestens 2 Leute. Preis knapp 4000 Euro, Mini Supermoto bei 58 Kilo inklusive Akku, damit auch leichter als ein vergleichbares Sovereign Firefly Light B. Straßenbereifung, sehr geil. Schöne große Bremsscheiben, hydraulische Bremsanlage, Gabel vorn, Druck- und Zugstufen einstellbar. Wir haben ein NFC-System, um das Ganze zu starten. Wir können direkt am Fahrzeug laden. Ladezeit 3-4 Stunden mit 12 Ampere wird hier auch geladen. Und dann haben wir hier diese Hinterrad-Schwingenkonstruktion, über die haben wir gerade schon gesprochen, ihr habt es auch gesehen. Und ein wahnsinnig komfortables Federbein, was ihr auch ganz einfach hier auch einstellen könnt über dieses Drehrad. Also schöne Konstruktion, was mir auch sehr gut gefällt, ist jetzt hier die Kennzeichenhalterung. Das sieht sehr stylisch aus und ich bin mir sicher, dass die jetzt auch nicht so schnell wegbrechen wird wie bei anderen Herstellern. Auch die Blinker, dann die Beleuchtung hier in LED fürs Kennzeichen. Sieht sauber aus, Rücklicht. Erinnert mich fast so ein bisschen an vom Schnitt her wie bei der BMW, diese Supersportler. Die hat glaube ich auch hinten so ein Bürzel. Ja, also daran erinnert mich das so ein bisschen.
Kettenblatt, goldene Kette, wo wir natürlich auch mehr Zugkräfte aushalten. Und dann unser Mittelmotor, 60 Volt, 2,5 kW Nennleistung, Peak 3,5 kW. Ja, die macht richtig Druck, 50 km/h sind da sicherlich drin und wenn man sie aufschaltet, bis zu 70 km/h. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, den Lenker zu sperren. Lenkerschloss ist mit dabei und dann hier oben NFC-Chipkarten, will ich euch mal gerade zeigen. So sieht das Ganze aus. Ja. Jeder, der jetzt mein Prototypen-Fahrvideo noch nicht gesehen hat, du musst den Knopf drücken, NFC-Karte drauf und dann fährt hier das Display hoch. Nice, sieht wirklich nice aus. Gasregriff ist klar. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Startknopf. Bremsgriffe leicht verkürzt, kommt man aber gut ran. Sicht nach hinten, was die Spiegel betrifft, sieht auch sehr gut aus. Dann linke Seite, Hupe, Blinker, Abblendlicht, Fernlicht. Dann haben wir hier hinten noch eine M-Taste. Und mit der M-Taste könnt ihr dann switchen zwischen Eco und Sport. Und darüber hinaus haben wir hier an der Seite noch einen Typ-C-Anschluss für euer Handy. Und auf der anderen Seite, da könnt ihr euch dann hier über diese Plus-Minus-Tasten, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen gut erkennen, 4 Reko-Stufen einstellen. Also, das Fahrzeug arbeitet ja auch mit der Rekuperation, wie bei der Talaria Sting. Sehr schön gelöst, sehr leicht, ein bisschen umständlich, was nachher den Akkutausch betrifft. Also, wenn man jetzt natürlich sagt, ey, ich kaufe mir noch einen zweiten Akku, ich weiß leider noch nicht den Preis, du willst das mal schnell wechseln, dann brauchst du schon fast eine eigene Boxengasse mit eigenem Team, um das mal schnell zu realisieren. Aber es ist ein cooles Konzept und das Ganze unter 60 Kilogramm für um die 4.000 Euro. Ja, ist doch ein Wort. Ich hoffe, die ersten Impressionen der neuen Talaria Triple X haben euch gefallen. Der Aufbau war ein bisschen umständlich, ein bisschen friemelig, weil wir nicht wirklich eine Bedienungsanleitung hatten. Sprich eine Aufbauanleitung und zusätzlich ist die Bedienungsanleitung auch nur in Englisch. Wenn ihr dann anfangt, hinten noch irgendwie den Akku zu wechseln, umzuklappen und das ganze Ding zu gebären, wird es noch ein bisschen schwieriger. Aber es geht ja um den Fahrspaß und es geht vor allem auch um die Portabilität. Und die bringt diese Maschine vor allem auch mit. Sie ist sehr leicht, sie ist filigran, sie ist schlank, sie sieht toll aus, bietet einen tollen Federungskomfort und das Ganze bis 100 Kilo. Ich wiege 102, bin somit raus. Ein kleiner Scherz, ein bisschen drüber könnte euch sein. Wir werden auf jeden Fall nochmal die Serienversion fahren, weil wir ja beim letzten Mal nur offen gefahren sind. Das heißt, ihr müsst noch ein bisschen warten, aber habt schon mal die ersten Bilder, wie man halt eben den Akku raus und wieder reinbekommt und was man dabei kaputt machen kann. Also macht ihr jetzt noch eins, macht euch bitte nicht kaputt, sondern bleibt uns treu, klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr mit dabei wart. Es hat mich gefreut. Es war mir eine Ehre.